Über 4 Jahre mussten wir warten auf den Nachfolger der Canon 5D Mark III. Jetzt ist sie da, die Canon 5D Mark IV. Und sie hat nicht nur einen besseren Sensor und einen besseren Body, da hat sich einiges getan und deswegen geht sie jetzt direkt in den Test. Rein äußerlich unterscheidet sich die Canon EOS 5D Mark IV kaum von ihren Vorgängern. Es sind Kleinigkeiten wie der Schriftzug Mark IV, der jetzt weiter oben steht. Aber das hat seinen Grund, denn die Buchse für die Kabelfernbedienung sitzt jetzt vorn am Gehäuse. An der Seite wurde Platz für eine USB 3.0 Buchse gemacht, über die große Bildmengen und Videos schneller überspielt werden können. Veränderung gibt's auch im Gehäuse. Spiegelmechanik und Verschluss hat die neue von der Canon EOS 5DS geerbt. Spiegel bewegt sich dabei elektrisch und nicht per Feder. Das soll die Erschütterung in der Kamera reduzieren und so für schärfere Bilder bei etwas längeren Belichtungszeiten sorgen. Und noch ein Vorteil, das Auslösegeräusch ist leiser geworden. Es gibt wesentliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger Mark III. Die höhere Auflösung, statt bisher 22, nun 30 Megapixel. Zwar stellt die EOS 5D Mark IV bei der ISO-Einstellung keine neuen Rekorde auf, der Maximalwert liegt bei ISO 32.000. Im High-Modus sind es 102.400. Aber in puncto Bildqualität hat die neue Profikamera bei hoher ISO-Einstellung zugelegt. Die Fotos sind detailreicher. Selbst Aufnahmen mit ISO 6400 lassen sich problemlos ohne große Nachbearbeitung in DIN A2 in Top-Qualität ausdrucken. Eine weitere Verbesserung bietet der Bildsensor. Mit der Dual-Pixel-Technik kann die EOS 5D Mark IV auch im Live-View sehr zügig und genau scharf stellen. Zweiter Nutzen der Dual-Pixel-Technik: Bei Fotos können Schärfe und Bildlage noch nach der Aufnahme leicht korrigiert werden. Der Autofokus arbeitet bei der EOS 5D Mark IV genau wie beim Topmodell EOS 1DX Mark II mit 61 Messfeldern. Die Messfelder sind aber lichtempfindlicher geworden und reagieren selbst bei sehr wenig Licht extrem schnell und genau. Im Test brauchte die neue Canon nur 0,17 Sekunden, um scharf zu stellen und auszulösen. Die neue Canon ist die zweite Canon DSLR, die in 4K filmt. Sie nimmt wie das Topmodell EOS 1DX Mark II in Cinema 4K auf, mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Damit eignet sie sich zwar nicht so gut für wilde Action-Szenen, aber die Datenraten der Videos werden dadurch reduziert. Die lassen sich dann auch auf SD- oder CF-Karten speichern und nicht wie bei der Mark II nur auf den teureren C-Fast-Karten. Eine schnelle Speicherkarte ist aber trotzdem empfehlenswert, da die Videos in 4K ganz schön viel Gigabyte fressen. Immerhin, die Bearbeitung geht leicht, es können sogar Einzelbilder aus den Videos entnommen werden. Eine Serienbildaufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde bei 8 Megapixel. Gut für Zeitlupen, in Full HD sind bis zu 120 Bilder pro Sekunde drin. Na gut, viel falsch machen kann man bei dem Nachfolger nicht. Fantastische Fotos, super Videos und das bei jedem Licht. Der einzige Nachteil, man muss natürlich wirklich tief in die Tasche greifen, aber es hat immerhin noch für einen gut gereicht und für einen Platz in unserer Top 5.